Habe ich jetzt eigentlich ein besseres Schild, das ich tragen könnte, jetzt wo ich... Nö, nicht wirklich. Das ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, aber die... Jetzt habe ich drei von der Sorte. Ausdauer und Charisma, da wäre das Utrana-Schild fast schon das Beste. Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Okay, ich kann das Monument gerade nicht besitzen, weil da ein Gegner ist. Ehrlich gesagt, euch kann ich hier stationieren. Dann könnt ihr nämlich immer die hier wegballern, wenn sie kommen. Die Rune ruft? Unverzüglich! Sprech, die Rune gebietet. Der Weg ist das Ziel. So, jetzt kommt gleich unser Horror. Nämlich ein Eiserner. Der keine Skills hat, aber halt an sich böse ist. Sprecht. Okay, Auslöschung müsste ich zu Befehl, unverzüglich. Lucien gleich. Oder Lucien. Oder Lucane oder wie auch immer. Bereit, sofort. Gegen die Lykaner. Mir nach. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonias. Geister. Verstärkt die Deckung. Unverzüglich. Feindlicher Angriff. Du bezwingst mich nicht. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Meine Ahnen rufen nach Was mir. Was wird sofort die Rune? Ausgeführt? Schließt die Reihen. Meine Ahnen rufen nach mir. Meine Ahnen rufen nach mir. Roter Blutedelstein und die erste Auf mein Seite. Zeit. Gut. Da spawnen schon wieder die Level 4er. Auf mein mir Kommando. Nach. Folgt mir. Vorwärts. Oh, da hinten ist eine größere Gruppe. Wobei sind auch nur 4. Sofort. Ja, vorwärts. Vorwärts. Zum Angriff! Geister, steht mir bei! Ich habe keine Angst! Ja. Haltet durch, Männer! Der Weg ist das Ziel. Zu mir, ihr Geister! Verstärkt die Deckung! Meine Ahnen rufen nach mir. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schickt Verstärkung! So, wenn der Wolfsanführer down ist.
Ach, da müssen wir da oben hin, okay. Ja, vorwärts. Folgt mir. Sofort. Weil die sind da oben. Ja. Auch noch Erfahrungspunkte erhalten, sehr gut. Also die letzten. Die letzten Luzien muss ich da oben hin. Auch wieder dieselbe Vierertruppe. Ja, du regenerierst schön Mana. Also ja, wie gesagt, wenn ich 20 oder so rum bin, dann kann ich mal erstens versuchen, das Ork-Monument unten zu befreien. Oder mal gucken, was ich hier oben töten kann. Zu Befehl! Okay, dein Mana ist wieder voll, das heißt, wir haben Heilung. Bereit und los! Vorwärts. Folgt mir. Die Geister flüstern zu dir. Schnell! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. Das ist ein Schlag sie zurück! Die Rune befiehlt. Hört ihr den Ruf? Vorsicht, Gegner! Schlagt sie zurück! Steht mir bei! Linien müssen halten! Schließt die Reihen! Mehr Feinde! Runenkrieger zu mir! Haltet durch, Männer! So, der Anführer ist down. Schickt Verstärkung! Schlagt sie zurück! Linien müssen Meine halten! Ahnen rufen nach mir! Haltet durch, Männer! Ja. Folgt mir. So, die letzte Seite. Auf mein Schnell. Zeichen. Mir nach! Bereit. So, einmal eine Heilung auf die Elfen sprechen. Und dann geht's zum Runenstein, zum Seenfels. Weil wir haben die drei Seiten. Bringt alle drei Seiten zu Darius nach Tirgernach. Jetzt sollte das Buch komplett sein. Bringt Darius und Tirgernach die Seiten. Dann wird der Flink hoffentlich freilassen. Stehe bereit. Ja, also die Zone der Heilung ist ein toller Zauber. Auf 7 haben wir dann eine noch stärkere Variante davon. Und auf 8 haben wir endlich eine göttliche Heilung. Thank you.
So, das heißt zurück. In die Elfenstadt. Erst das Monument wiederholen. Bevor das mal wieder hinlatschen muss. Dann zu Darius. Dann zu Flink. Dann verkaufen und dann zu... Dann machen wir mit der Main Quest weiter. Ja, Level 17. Wir sind gut dabei eigentlich. Auch 11 Level, die wir brauchen. Und wir haben so gesehen gerade mal das die Hälfte durch. Ja. Ein paar Sachen kommen noch, aber so ungefähr die Hälfte hätten wir schon. Also was Maps angeht vor allem Dingen. Ja, man merkt, Breath of Winter ist ein gutes Stück kürzer. Wer zur Hölle hat das Monument angegriffen? Oder liegt es daran, dass ich es aufgelöst habe? Hatte es so. Zurück zu Darius. Ist halt auch interessant, wenn es um Heroes geht, die werden, egal was sie sind, ignoriert. Wenn ich jetzt mit einer Ork-Armee hier anstampfen würde, die Elfen würden drauf schießen, wie nichts Gutes. Was gibt es, Freund? Vor wem seid ihr auf der Flucht? Einer meiner Brüder ist sehr zornig auf mich. Er ist ein guter Reiter und ich hoffe, dass er mich hier oben bei den Unsterblichen nicht suchen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. So, nun sollte das Buch vollständig sein. So, nun sollte das Buch vollständig sein. Gut. Hier habt ihr nun den Schlüssel. Seht zu, dass er seine Finger bei sich behält. Ja. Gut, wieder Erfahrungspunkte erhalten. Dann lassen wir mal Flinky aus seiner Zelle. Ah, ihr seid es wieder. Ich habe den Schlüssel. Großartig! Schnell, schließt auf! Vielen Dank. Auf euch Runenkrieger ist wirklich Verlass. Wenn wir schon gerade dabei sind, ihr hättet nicht zufällig Zeit, mir bei einem kleinen Unterfangen zu helfen? Wo soll es denn hingehen? In die Glutfänge. Ich bin Tiondria, dicht auf der Spur. Das Buch von Darius gab mir endlich den richtigen Hinweis. Wo sind die Glutfänge? Das ist ein Gebirge im brennenden Land, nicht weit von Shaldun. Es ist sehr gefährlich dort. Was ist Tiondria? Ein sagenhafter Ort, eine fremde Welt. Die Dächer sind mit Gold gedeckt und die Bewohner trinken aus Diamantkelchen silbernen Wein. Viele suchen das Tor nach Tiondria, aber ich habe Farnhards Schlüssel. Damit hole ich mir seinen Schatz. Farnhard war der Einzige, der jemals bis nach Tiondria kam.
Sein Schatz muss gewaltig sein. Und er enthält Hinweise auf die Lage des Tors nach Theondria. Reichtümer, mein Freund, Reichtümer!